Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil Revelations 2. Ja, wir haben noch ein paar Monster zerlegt in dieser Halle. Auch ganz erfolgreich. Du kannst da hier nochmal auf die Samurai Edge wechseln. Gut, Gegner haben wir jetzt erstmal nicht da. Aber gut, waren ja auch jetzt gerade ein paar. Wir haben auf jeden Fall nochmal eine Truhe zu plündern. Cool. Schauen, was da drin ist. Diesmal auch nur eine Zweier-Truhe. Das scheint zu passen soweit. Nee, nicht. Hier nicht. Hier könnte vielleicht noch was sein. Jawohl. Auch nicht ganz. Jawohl, meins. Ja. Ist auch schon wieder hier zu. Ja, das dürften wir. Na, gerade so. Und endlich kannst du mir tragen. Hab's doch schon beim letzten Mal schon gesagt. Sehr gut. Hast du einen Sinn und kannst Zeug mitschleppen? Barry, was machst du jetzt? Du bist hier nur sportlich betätigen, wie mir scheint. Okay, da oben wäre noch einer. Schauen wir mal, wie gut wir da hinkommen. Achso, nee, da kamen wir ja her. Da müssen wir uns um dich erst etwas später kümmern, denke ich. Da ist noch eine Kiste, sehe ich gerade sehr gut. Dann lass du dich mal hier hoch. Praktisch. Warte mal, das gehen wir dann mal ab. Weil sie hier von Dings zu Dings springen. Aber ich glaube, ansonsten. Haben wir nichts mehr von Interesse. Das ist nicht zerstörbar. Gut, dann stellt sich die Frage. Achso, wir können hier hoch. Oder? Dann bleibt doch mal da oben, bitte. Komm. Nee, kommen wir nicht. Müssen wir aber geführt, oder? Wir gehen halt hinten aus dem Tor raus. Ja, gehen wir hinten aus dem Tor raus. Okay, dann ja, das können wir ja auch schon. Hätte ich gern einmal Munition. Wir schauen mal nach Gegnern und so weiter und so fort. Hier haben wir es aber doch angenehm ruhig. Unter der Bank liegt was. Danke, da oben. Ist da irgendein Dings wieder drauf?
Wahrscheinlich wieder so ein Parasit. Auf der anderen Seite wollen wir denn rutschen? Nö. Ich glaube, das lassen wir mal. Da hinten läuft zumindest mal noch einer rum. Beste Ziegelstein. Sehr cool. Kraut. Wie großartig bewegst du dich denn? Erstmal ja noch nicht, wie es aussieht. Ja, dann. Nacht. Du hast... Okay. Ja, geh mal bitte zurück hier. Rückzug. Bei dir ist es ja halt der Kopf hier wieder. Diese Waffe ist halt immer genau dann leer, wenn man sie mal bräuchte. Husch. So, okay, ich habe halt noch eine Pflanze. So, du wirst halt weiter Zeug. Ist es auch in Ordnung? Könnten wir ja auch mal machen. Okay. Du frisst gar nicht so viel Kohlen, merke ich gerade. Gut zu wissen. Haben wir jetzt erstmal Ruhe. Da hinten ist wieder was zum Zerlegen. Neuer Ziegelstein, den brauchen wir aber gerade nicht. Na, Spaß, aber mal kurz in die Häuser gucken. Bist du da oben? Ne, du bist kein Turmsymbol. Dafür leuchtet es nicht genug. Schon haben wir die ganzen... Hier ist es also insgesamt härter geworden, muss ich sagen. Mal gucken, ob ich es hier wieder mit Barry schaffe, ohne zu sterben. Aber der ist halt auch deutlich wehrhafter. Hm, dann sind wir wieder hier. Sind die wieder unsichtbarer? Scheint mir fast so. There's something over there. The monster isn't looking this way. Gut, dann wissen wir jetzt auch, warum hier die ganzen Dings sind. Ich glaube, wir brauchen doch mal kurz Licht.
Barry, there's something over there. So, dann schauen wir mal. Barry, there's something over there. Hast du deinen Ziegelstein noch? Nee, hast du nicht. Du bist eine Etage drüber auf jeden Fall. Du nicht. Wir haben's. Danke. Sich da oben scheint es aber jetzt nicht großartig interessiert zu haben. Gut, dann kümmern wir uns da gleich drum. The monster is coming. Jetzt sollten wir doch nochmal hochgehen. So, dich haben wir. Das kann mal weg. Das ist echt immer noch der oben, der hier Stress macht. Das scheint mir fast so. Dann komm. Ist klar, mehr oder weniger in dem Bett. Sehr schön, das dürfte es gewesen sein. Dann können wir uns jetzt hier auch nochmal in Ruhe umschauen. Oh, gut. Theoretisch hättest du ja auch eine Brandgranate oder irgendwas schmeißen können, ne? Ja, das hatten wir auch schon gelesen. Ja, und jetzt können wir auch hier nochmal in aller Ruhe. Aber bevor ich. Oder gehe ich da nochmal raus? Ja, ich glaube. So, erstmal knacken. Jawohl, gerade so. Okay. Nachdem du jetzt ja Platz hast, müssen wir es ja auch mal ausnutzen. Ja, ich glaube, das müsste sich ja auch einigermaßen hier wieder zusammenfinden. Genau, hier haben wir dann wieder den Dings. Munition. Ja, haben wir ein bisschen was verbraucht. Und dieses Rätsel hatten wir dann auch erfolgreich gelöst beim letzten Mal. Gut, schauen wir mal kurz. Hier ist nichts mehr. Ah, ein bisschen sich. Okay. Wo das eingestürzt ist, müssen wir tatsächlich wieder zurück. Das ist hier einfach quasi nur ein langer Umweg.
Aber gut. Ich habe ja ein bisschen Loot, von daher hat es sich gelohnt, denke ich. Die Gegner sollten halt echt nicht mehr da sein. Nö, das passt soweit. Okay, in der Dunkelheit ist wieder zurückzufinden, ist jetzt auch nicht so das Wahre. Na gut, wir haben die Karte oben, das hilft dann doch schon. So ein bisschen. Ja, diesmal ist ja auch nichts mehr drunter. In Ordnung. So, warte mal. Krabbel doch mal kurz da durch. Danke. Genau, da war dann das Loch. Genau, du kannst da tatsächlich mal selber drüber klettern. Cool, cool. Dann sind wir auch schon wieder draußen. Alles klar. Also hier scheint nur ein bisschen was ein Explosivzeug zu sein. Dann würde ich das jetzt mal schnell ausschalten. Gibt's denn hier noch irgendwas Tolles? Außer einem Ziegelstein. Nö, er nicht so. Okay, dann sind wir jetzt wieder hier unten. Wie sieht's denn aus? Nicht gut, glaube ich. Ah, oben drüber, okay. Ich glaube, dann würde ich ganz gern erstmal zur Werkbank. Wir haben Schadenstufe 2. Können wir nochmal Schaden reinpacken? Nee. Dann packen wir das doch mal hier hin. Wir hätten Schadenstufe 1 und setzen das vielleicht mal auf das Sniper. Das hat ja noch gar nichts abgekriegt. Das arme Ding. Du auch nicht, aber die habe ich bisher noch nicht benutzt. Sicherheitshalber mal so ein bisschen, ja, noch aufbewahren. Mhm. Ja, aber das können wir tatsächlich in der nächsten Folge dann mal machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß, seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.